Ich hatte ein sehr, sehr gutes Jahr. Also ich bin als junger Spieler bin ich dahin gewechselt. War sehr nervös. Ja, lustige Mannschaft. Ich hatte auch Leute, die mich direkt mitgenommen haben, wie Leroy Fair, Lucharell Getruida, Jens Tonstra auch. So, dem bin ich doch auch alles dankbar. Ich glaube, Feyenoord hat mir den Namen Rocketman gegeben, weil ich ein sehr schneller Spieler bin. Und Samba Boy habe ich mir selber gegeben, weil ich halt normalerweise viel 1 gegen 1 gehe, den Gegner oft provozieren möchte mit Tricks und ja, deswegen habe ich mir den Namen Samba Boy gegeben. Im ersten Spiel, glaube ich, ein 2-2 gespielt. Da hätten wir gewinnen müssen. So, aber für mich persönlich war es ein wunderbares Gefühl, mal zu spielen für so einen großen Club. Ich fühle mich wohl bei Feyenoord, ich habe mich immer wohl bei Feyenoord gefühlt. So. Mir war es halt wichtig, dass ich mal jetzt ein Jahr wieder Fußball spiele nach langer Zeit, nach vielen Verletzungen. So, und ich weiß, wenn ich jetzt zurück in 5 Monaten zu Feyenoord gehe, werde ich da viel Spaß haben, werde alles geben, um halt zu spielen. Das ist ja halt das Wichtigste, ja.